Basiskursoptionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Ja, die DVDs unseres Basiskurses, die erste Auflage, die sind noch nicht einmal im Büro und schon sind sie fast ausverkauft. Gerade mal noch knapp 50 Exemplare sind verfügbar. Und wenn du eines dieser letzten Exemplare haben möchtest, dann musst du dich beeilen und dieses jetzt bestellen. Jetzt schnell bestellen und nicht erst auf die zweite Auflage warten. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute besprechen wir ein interessantes Thema, nämlich ich habe gerade eine Frage gelesen bei uns im Forum, die Optionshändler auf Facebook oder besser gesagt in der Gruppe. Und zwar geht es da um Gold, um die Margin, warum die so hoch ist. Und das versuche ich heute mal hier in diesem kleinen Video für euch aufzuklären. Also, wenn ihr mich hier seht, dann ist das nicht unser neues Büro. Ich bin auch nicht ausgewandert, weil es jetzt irgendwie so Mode ist, dass alle der Meinung sind, sie müssten irgendwo hin auswandern. Nein, ich bin nach wie vor in Deutschland, sondern ich bin gerade hier im Urlaub in der Türkei an der Ägäis. Wunderschönes Wetter, 30 Grad, was will man mehr? Und ich sitze gerade hier mittags da, habe meine Morgenroutine gemacht, habe geschaut, was machen die Positionen, alles ganz ruhig heute. Und habe mal in unser Forum reingeschaut, oder besser gesagt in unsere Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Da kann ja jeder Mitglied werden, der sich für das Thema Optionen interessiert, kostenfrei, ne? Also tauschen wir uns viel aus. Und ich habe eine Frage gelesen, und zwar lese ich die mal hoch. Lese ich die euch mal vor. Und zwar hat hier jemand gefragt, warum ist bei Gold die Margin so hoch? Und das ist natürlich eine gute Frage, denn wenn man zum ersten Mal Future-Optionen handelt, dann wird euch das vielleicht auch aufgefallen sein, dass Gold wirklich eine wahnsinnig hohe Margin hat. Also zurzeit, wenn du einen normalen Put oder Call verkaufst, je nachdem, was du für eine Marktmeinung hast, nimmst du vielleicht 200, 300 Dollar Prämie ein, hast aber oftmals eine Margin zu hinterlegen von 6.000, 5.000, 5.500, 6.000 Dollar. Das ist natürlich sehr, sehr viel und da fragt man sich natürlich berechtigterweise, warum ist es denn ausgerechnet beim Gold so viel? Weil im Vergleich, wenn du jetzt beispielsweise eine Option auf Mais verkaufst oder auf Sojabohnen, dann hast du eine Prämieneinnahme, die ist vielleicht nur 180 Dollar, also ein bisschen weniger. Du hast aber vielleicht auch nur eine Margin von 700 Dollar, also auch da sehr, sehr, sehr viel weniger. Und das Verhältnis Prämieneinnahme-Margin ist bei Mais viel besser als beispielsweise beim Gold. So, jetzt hat das natürlich Gründe und Margin ist ja immer Sicherheitsleistung. Das heißt also, die Margin wird ja von den Börsen festgelegt als Sicherheitsleistung, damit garantiert ist, dass dein Gegenüber, also wenn du jetzt Long bist, dann muss es ja jemand geben, der Short ist, egal ob das jetzt im Future oder in einer Option ist. Und wenn du Geld verlierst, dann muss ja sichergestellt sein, dass dein Gegenüber das Geld, was du verloren hast, bekommt, weil er hat es gewonnen. Umgekehrt, wenn du gewinnst, musst du dir auch sicher sein, dass dein Gegenüber das bezahlen kannst. Und das ist der Grund, warum die Börsen, die Clearingstelle, eine Margin festlegt. So, und diese Margin soll eben abdecken, wenn es zu schnellen Bewegungen kommt, dass du mindestens dieses Geld auf dem Konto hast, um mögliche Ansprüche eines anderen befriedigen zu können. So, jetzt gibt es noch die Situation, dass manchmal die Broker ein bisschen was oben drauf legen, also manchmal 10-20% noch an Margin oben drauf legen, aber nichtsdestotrotz, du kannst auf den Seiten der Börsen jeweils nachschauen, wie groß die Margin ist und beim Gold ist sie eben momentan sehr, sehr hoch. Sie ist übrigens nicht am allerhöchsten. Wir hatten, ich kann mich erinnern an das Jahr 2011, da war die Margin für Gold bei 16.000 Dollar pro Kontrakt, beziehungsweise auch dann pro Option, die du gehandelt hast. Also da war es deutlich höher, als sie jetzt ist. Die war jetzt auch vor kurzem schon mal wieder ein bisschen niedriger und ist jetzt wieder mal hochgegangen. So, und warum verändert sich das überhaupt und warum ist die so hoch? Und der Grund ist ganz einfach der, dass das System bei den Future Margins, das sogenannte Span Margin Prinzip, S-P-A-N, bedeutet, dass deine Position immer gesehen wird, welches Risiko wohnt denn dieser einzelnen Position inne,
auch in Bezug auf die Positionen, die du im Konto hast und auch auf deine Kontogröße. Das heißt also, es kann auf der einen Seite passieren, du hast ein kleines Konto, sagen wir $10.000, und du musst mehr Margin hinterlegen, als wenn du die eine Option handelst, als der gleiche Trade in einem Konto, was vielleicht 1 Million groß ist. Das mag ungerecht sein, ist aber ganz einfach so. Und der Grund ist der, dass die Börsen einfach sagen, was kann denn an einem Tag passieren? Was könnte dich denn das an Geld kosten? Das heißt, eine hohe Margin ist auch immer der Hinweis an uns, wie viel Risiko steckt denn in so einer Position. Und wenn eben die Gold-Margin zu hoch ist, dann heißt es aha, Gold kann sich auch sehr, sehr stark bewegen mal an einem Tag. Und das soll eben durch die hohe Margin aufgefangen werden. Und ich will dir da ein kleines Beispiel geben. Und zwar, wir hatten gerade Mais angesprochen. Mais hat eine Limitbewegung. Das heißt also, Mais darf sich am Tag nur einen bestimmten Prozentsatz bewegen. Momentan sind das, glaube ich, gerade mal 30 Cent. Und das heißt also, 30 Cent. Der Multiplikator beim Mais ist $50, sind $1.500. Mehr kann sich der Future am Tag nicht bewegen und dementsprechend auch die Optionen nicht. Das kann nach ein paar Tagen erhöht werden, aber grundsätzlich jetzt mal von Beginn an, mehr als $1.500 Bewegung im Future am Tag kann nicht passieren. Beim Gold gibt es jetzt dieses Limit nicht. Und vor einigen Tagen gab es beispielsweise beim Gold eine Bewegung von $40. So. $40, der Multiplikator beim Gold Future ist $100, heißt also, wenn du dann einen Future engagiert warst, hat es eine Veränderung pro Future von $4.000 an so einem Tag ausgelöst. Das heißt, das ist das Dreifache, fast das Dreifache von dem, was beim Mais maximal am Tag möglich ist. Und alle von euch, die ein bisschen länger dabei sind, die wissen auch, dass es im Gold durchaus mal noch ein bisschen mehr sein kann. Das heißt, wir hatten auch schon im Gold Bewegungen, kann ich mich entsinnen, von $100 am Tag. So, 100 mal 100 wären 10.000, das heißt, es wäre eine Bewegung von $10.000 im Future. Und das ist der Grund, warum die Margin beim Gold so hoch ist. Es ist zum einen der Kontraktumfang, ne, Gold bei ungefähr, was weiß ich, $1.250 Kontraktgröße, da sprechen wir über einen Kontrakt von $125.000 von der Größenordnung her. Wenn man das mal vergleicht, auch hier bleiben wir beim Mais, da haben wir vielleicht eine Größenordnung im Future von gerade mal $30.000-$40.000 maximal zurzeit. Und es sind wirklich die Bewegungen, die dem jeweiligen Underlying innewohnen. Das heißt also, Kontrakte, die prinzipiell sich sehr, sehr stark bewegen können aufgrund ihrer Natur. Und da zählen halt jetzt sowas wie Erdgas, Gold natürlich, Silber, hin und wieder auch mal Erdöl, vielleicht die ein oder andere Währung, also der japanische Yen zum Beispiel. Die haben dann von vornherein eine etwas höhere Margin-Anforderung als eben Kontrakte, wo man sagt, naja, die bewegen sich eigentlich nur in einem kleinen Rahmen oder sind vielleicht sogar noch durch eine sogenannte Limit-Up- oder Limit-Down-Regel reglementiert und können sich gar nicht mehr bewegen. Und jetzt haben viele sagen so, ja, dann handle ich nur die Kontrakte mit der geringen Margin. Das ist eine Möglichkeit, das hat natürlich aber auch den Nachteil, dass dir dann viele Trades entgehen. Und deswegen muss man einfach akzeptieren, dass einige Märkte größere Margin erfordern, was nicht schlimm ist, sondern man muss eben nur wissen, aha, wenn ich eben eine Goldoption ins Depot nehme, dann kann die sich eben deutlich schneller bewegen, für mich als auch gegen mich, als wenn ich eben beispielsweise eine Mais-Option reinnehme oder irgendwie den Aussie-Dollar oder den Kanada-Dollar. Okay? Und das ist der hauptsächliche Grund, warum die Margin eben in einigen Märkten größer ist oder kleiner. Seht es also als Hinweis, als positiven Hinweis, dass ihr sagt, okay, hier sagt mir also die Börse, hier sagt mir mein Broker, aha, hier gibt es mehr Bewegungen. Und wenn du eben in deinem Konto nur Positionen mit großer Margin hast, dann weißt du, dass du auch ein entsprechend großes Risiko fährst. Hast du nur Positionen mit einer relativ kleinen Margin, dann weißt du, dass du ein relativ kleines Risiko im Konto hast. Jetzt gibt es natürlich interessante Möglichkeiten, wie man die Margin sehr, sehr deutlich reduzieren kann. Wir reden da von Halbierungen bis teilweise zu 75%, wie man die Margin drücken kann.
Das ist aber ein Thema für ein anderes Video, das kommt dann später hier wieder auf diesem Kanal. Deswegen verpasst nicht einzuschalten, falls ihr noch nicht Abonnenten seid, dann klickt einfach auf diesen Button und werde das Ganze, kostet ja nichts. Und wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, schreibt mir das hier unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch eine schöne Zeit, viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.